Auch er hier hat einen, sehen Sie? Und der steht ihm super, finde ich. Steven Gätjen, unser neuer Showmoderator hier im Zweiten. In gut 2,5 Stunden fühlt er in seiner neuen Sendung prominenten Gästen auf den Zahn. Und die müssen vollen Körpereinsatz zeigen. Kleiner Vorgeschmack, bitteschön. Köln-Ossendorf. 6 Prominente trainieren hier seit einer Woche. Eine neue Show soll sie bis an die Schmerzgrenze bringen. I can do that. Ich schaffe das. Lutz van der Horst, Gesine Zukrowski, Fabian Hambüchen, Jochen Schropp, Katrin Müller-Hohenstein und Lilly Becker. Sie werden Dinge tun, die sie noch nie gemacht haben. Moderiert wird die neue Live-Show im ZDF von Steven Gätjen. Der hat sich einiges vorgenommen. Also ich bin mir sicher, dass wir unsere prominenten Gäste, also Lilly Becker oder auch Fabian Hambüchen, Jochen Schropp, in Situationen und vor allen Dingen in Performances sehen, in denen wir sie noch nie gesehen haben und vor allen Dingen mit ganz viel Engagement und Leidenschaft bei der Sache. Und das ist ja das Wichtigste. Leidenschaft, die Leidenschaft. Bei Lilly Becker, der Frau von Boris. Ihr Arbeitsplatz ist für eine Woche dieser Kronleuchter. Am Ende soll sie eine Kür turnen, oben an der Hallendecke. Eine Aufgabe, die vor allem viel Kraft kostet. Das ist unglaublich schwer. Wirklich, dein Körper muss sehr viel arbeiten. Aber ich glaube, ich bin fit. Ich wollte es gerne machen, wie elegant es ich kann. Aber ich versuche es. Eine Artistin soll Lilly für den Auftritt fit machen. Die Rohre am Kronleuchter drücken ihr in den Kniekehlen. Und das geht an die Nerven. Schmerzen, oder? Angst. Jetzt habe ich Angst. Angst ist okay. Schmerzen. Du hast ein Bein. Ich habe mit meinem Trainer in der Sportschuhe gesagt, wir machen ein bisschen Oberkörper. Aber jetzt ist das wirklich Arbeit. Wirklich Arbeit. Der Kronleuchter wird für den Auftritt auf 7 Meter Höhe gezogen. Für Lilly geht es nicht nur darum, ihre Kraft einzusetzen. Am Ende ist diese Kür auch eine Mutprobe. Das ist Hundedame Eva mit ihrem Freund Boxer Klitschko. Die Hunde üben für ihren großen Auftritt zusammen mit Katrin Müller-Hohenstein. Die ZDF-Sportmoderatorin hat nur eine Woche Zeit, um sich mit beiden Tieren anzufreunden. Die Schwierigkeit ist, dass sie tatsächlich auf meine Kommandos hört, weil Leonid ist dabei, das ist das Herrchen. Und ich hatte früher mal einen Wellensittich, der saß mir auch immer auf dem Kopf. Das fühlt sich gerade so ähnlich an. Dazu kommt noch, dass die Tierchen dank Herrchen Leonid nur Russisch verstehen. Und normalerweise konzentriert man sich auf sich selber und das, was man tut. Und hier ist eben dann noch dieses Tier als Unbekannte. Und müssen wir halt hinkriegen, dass die machen, was wir wollen. Jetzt zeig mal den Onkels von Hallo Deutschland mal, wie man eine schöne Rolle macht. Komm her. TV-Moderator Jochen Schropp und die Stepp-Profis von Lord of the Dance. Schropp soll hier nicht nur mitsteppen, sondern wird für die Show zum Vortänzer ausgebildet. Es hat sich all das bewahrheitet, was in meinen kühnsten Albträumen vorkam. Also ich bin koordinativ total überfordert. Zum Glück sind jetzt die anderen Step-Tänzer erstmal weggegangen, weil wenn man sich so beobachtet fühlt, und es ist ja unweigerlich der Fall, wenn immer Kameras dabei sind, kann man sich nicht so gut konzentrieren, aber ich gebe mir alle Mühe. Aber ob Mühe allein reichen wird? Immerhin hat Schropp Spaß beim Training. Oder, wie heißt es so schön, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich kenne das normalerweise nur aus dem Fernsehen. Ich war noch nie in einer Veranstaltung von ihnen und habe das immer so ein bisschen belächelt. Ich weiß natürlich, dass das harte Arbeit ist, aber es hat nichts mit mir gemacht. Und wenn man dann wirklich dabei ist, man spürt die Energie, man spürt den Spaß und der muss ich jetzt nur noch auf meinen Körper übertragen, dann haben wir's. Und bis zum Auftritt wird das schon. Also ich habe gehört, dass unsere Promis mit ganz viel Engagement und Passion bei der Sache sind und ich glaube auch ganz viel Ehrgeiz, das gehört auch dazu. Ich glaube, dass man am Anfang sicherlich immer so ein bisschen zurückzuckt und sich überlegt, ach, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, aber wenn man dann einmal eintaucht in diese Welt, dann will man das natürlich auch so überzeugen und gut machen, wie man nur kann. So wie hier, ein grüner Luftballon auf dem Kopf von heute Showreporter Lutz van der Horst. Schmerzen. Tut alles weh. Aua, aua, jetzt geht's. Für seinen Auftritt muss der Comedian mit dem ganzen Körper in den Ballon kriechen. Was folgt, ist ein Drama. Lutz versucht sich in den Ballon zu schubbern, doch es flutscht nicht. Sein Helfer, Mr. Toons, bläst immer wieder neue Luft nach. Es dauert lange Minuten.
und Lutz van der Horst bleibt buchstäblich die Luft weg. Aber am Ende hat er den Kampf gegen den Ballon gewonnen. Eine kalte Dusche und jetzt erstmal durchatmen. Es gibt nichts Schlimmeres, als in diesen Ballon zu kriechen. Es gibt nichts Schlimmeres, es ist absolut grauenhaft und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe. Es drückt halt auch im Hals, ne? Also ich drohe auch zu ersticken. Ich mache nur eine sehr gute Figur, aber ich bin kurz vorm Tode. Wird es der Comedian schaffen? Noch muss er einiges verbessern, sonst platzt der Traum vom großen Showauftritt. Yeah. Nein, und ich bin in Unterhose. In der Halle nebenan flammbar die Feuerjongleure. Am Rand der Bühne steht Fabian Hambüchen. Der Kunstturner soll mit dieser Nummer auftreten. Und ganz Leistungssportler, er ist erstmal furchtlos. Ja, was heißt Angst? Also, mein, letztendlich bist du selbst dran schuld, wenn du das machst. Ne? Also, Respekt auf jeden Fall, ganz großen davor, vor Feuer. Aber trotzdem, jetzt, ich habe da keine Angst, sondern wir gucken, dass wir halt natürlich so Bewegungen machen, dass es halt, dass die Wahrscheinlichkeit ganz klein ist, dass ich mich da verbrenne. Erste Übung mit dem Feuerschwert. Und schnell wird klar, das ist kein Kinderspiel. Da mit dem Schwert war es schon ein bisschen was anderes. Da wurde es echt heiß und haben mir auch direkt ein paar Härchen hier in der Hand abgefackelt gerade eben. Also. Feuer ist ein sehr wildes Element, von daher geht es darum, dass man den Respekt nicht verliert. Weil in dem Moment, wo man den Respekt verliert oder überhaupt keine Angst mehr hat, wird es halt gefährlich. Gefährlich werden soll es nicht, aber das klappt nur, wenn Fabian Hambüchen sich jede Sekunde konzentriert und fleißig trainiert für die Live-Show heute Abend. Erste Trockenübungen vor der weißen Wand. Schauspielerin Gesine Zukrowski tanzt mit den Fantastic Five. Eine Choreografie, die in den Bauch geht. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3. Das war richtig, das war, aber umgekehrt. Das war andersrum, sie genau. Sie hat andersrum gemacht. Naja, der Körper muss jetzt erstmal verstehen, was er da machen soll. Ne? Wenn man eine Übung noch nie gemacht hat und so eine Bauchrolle konnte ich noch nie, dann muss man das erstmal in meinen Körper kriegen. Und einiges klappt ja schon. Zumindest die Bauchrolle. Was vielleicht auch daran liegt, dass das ganze Team Gesine motiviert. Heute Abend werden die Prominenten ihre Auftritte auf dieser Bühne haben. Steven Gätjen drückt ihnen die Daumen. Meine Aufgabe als Moderator ist natürlich in erster Linie, dass es eine Wohlfühlatmosphäre gibt für unsere Promis, weil die eben über sich hinauswachsen sollen und Dinge tun sollen, die sie normalerweise nicht tun. Aber natürlich auch ein bisschen mal nachfassen, ein bisschen piesacken, wenn was in die Hose gegangen ist. Und vor allen Dingen einfach Spaß haben. Ich glaube, das ist das A und O bei dieser Sendung, dass man sagt, wir wollen gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Wir wollen gemeinsam 90 Minuten haben, die anders sind als normale 90 Minuten. Und vor allen Dingen einfach genießen und beobachten und Lust und Laune verbringen. Heute Abend, 20.15 Uhr. I can do that. Ich schaffe das. Das schauen wir uns an. Also, einen schönen Abend hier im ZDF, liebe Zuschauer. Und jetzt geht's direkt weiter mit Karen Webb und Leute heute. Hallo Deutschland meldet sich morgen wieder, wie immer, um 10 nach 5. Freue mich auf Sie. Ciao.